Ja, Handball ist heute unser großes Thema, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und damit begrüße ich Sie alle herzlichst zum Sporttalk auf Kurier.tv. Handball, wie gesagt, ist das Thema und es geht um die Europameisterschaft der Frauen, die am 28. November beginnt. Österreich ist am ersten Tag im Einsatz gegen Slowakei. Ich begrüße alle herzlichst den Sportdirektor des Österreichischen Handballbundes, Patrick Völser, Ex-Teamspieler auch, und Generalsekretär Bernd Rabenseifner. Mal ganz einfache, grundlegende Frage, vielleicht Bernd mit dir zu beginnen. Welche Erwartungen habt ihr an das Turnier selbst? Ich würde sagen, es gibt auf unterschiedlichen Ebenen Erwartungen. Das eine ist natürlich das Sportliche. Ich glaube, da ist das Basisziel, dass wir die Hauptrunde erreichen, in die Wiener Stadthalle kommen mit unserer Mannschaft. Es ist da sicher das primäre Ziel. Wien praktisch, die Übersiedlung von Innsbruck nach Wien. So kann man es formulieren. Dann wollen wir die Euro natürlich organisatorisch auf einem Top-Standard organisieren und abwickeln, tolle Bilder hinausbringen nach Österreich und in die Welt. Es wird ja in unzähligen Ländern übertragen. Und am Ende dann einen Gewinn für den Handball herauszuholen in Form von neuen Mitgliedern, Kindern, die wir vom Sport begeistern können, Sponsoren, Fans. Das wäre so das Wunschszenario dann für die Monate nach der Euro. Patrick, zu den Gegnerinnen, muss man sagen. Ja, sportlich. Ich glaube, der Bernd hat schon gesagt, natürlich ist bei einer Heimeuropameisterschaft ist das Ziel die Hauptrunde, das ist keine Frage. Das will die Mannschaft, das wollen wir natürlich alle. Es wäre schön, wenn die Mannschaft nach Wien kommt und dann in der Stadthalle spielt. Das ist natürlich ein Traum von jeder. Wir wissen, wir kennen die Gegner jetzt schon relativ lange, sind gut vorbereitet. Wir wissen, was die Slowakei kann. Dort ist im Auftaktspiel, wollen wir unbedingt punkten, das ist klar. Dann im zweiten Spiel gegen Norwegen sind wir sicher krasse Außenseiter. Norwegen ist einfach die Top-Nation im Damenhandball. Auch aktueller Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister. Also da, so ehrlich müssen wir sein, das wird schwierig. Und dann kommt es hoffentlich auf den Showdown gegen Slowenien drauf an. Und ja, die Mädels sind bereit. Wir trainieren jetzt, machen noch den Feinschliff die letzten Wochen jetzt. Und dann hoffen wir, dass wir das packen. Es gibt noch einen Gradmesser zuvor, auch in Innsbruck gegen die deutschen Damen. Ja, genau. Genau wie du sagst, wir hatten jetzt die letzten vier Vorbereitungsspiele, konnten wir alle gewinnen. Zweimal gegen Mazedonien, einmal gegen die Ukraine und einmal gegen Tschechien. Und jetzt haben wir noch einmal einen richtigen Brocken als Abschluss, auch bewusst gewählt, einfach um da einfach mit einer Top-Nation noch einmal zu testen. Und das wird nochmal ein sehr hartes Spiel für uns. Aber jedes Spiel bei einer Euro wird hart, deswegen ist das genau das Richtige, was wir brauchen, um vielleicht zu sehen, was uns noch fehlt oder zu sehen, wie weit wir vielleicht schon sind oder wo wir noch was tun müssen die letzten drei Tage vor dem Turnier. Ich kann mich gut erinnern an die Heimeuropameisterschaft der Herren. Da ist ja eine richtige Euphorie entstanden. Also ich kann mich nur erinnern, der Sportredaktion ist mehr Handball gelaufen als Ski damals. Es war, glaube ich, in Vienna. Wie kann man wieder so eine Euphorie entfachen? Ja, wir haben im Vorfeld sehr, sehr vieles versucht, sehr viel investiert in die Promotion, in unterschiedliche Bereiche, spektakulären Aktionen mit dem Maskottchen, über das Branding einer Straßenbahn. Wir haben eine... In Innsbruck oder? Die Straßenbahn fährt in Wien. Also, muss ich schauen heute, die Augen offen halten. Ja, wir haben viele Initiativen gemacht für Kinder, für Schulklassen, unsere Vereine viel im Vorfeld mit eingebunden und so hoffen wir, helfen würde natürlich auch ein Erfolg der Mannschaft im Auftaktspiel. Das haben wir damals bei den Männern auch gesehen. Das hat das Ganze sehr, sehr befeuert. Mhm. Und so hoffen wir, dass unser Frauennationalteam eine ähnliche Euphorie wieder entfachen kann. Wie schwer ist es, so ein Turnier zu bekommen? Ja, da steckt natürlich jahrelange Arbeit dahinter. Beginnt ja schon mit den ersten Absprachen möglicher Partnerländer vor der Bewerbung. Dann gilt es sich in der Bewerbung durchzusetzen und die Vergabe dann am Kongress zu gewinnen. Das war ja schon im Jänner 2020. Genau, 2020 war es. Vor der unsäglichen, lasst mir das, möchte das Wort nicht mehr aussprechen. Ja, und dann ja, gibt es knappe 5 Jahre an Vorbereitungszeit, die wir mit den Partnerländern, mit der Europäischen Handballföderation und mit unserem Team, wo wir auch einige sehr, sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen dabei haben, gilt es dann, dieses Event vorzubereiten. Also es ist natürlich eine sehr, sehr intensive Zeit. Aber ich denke, man wird sehen in der Halle dann. Es hat sich in Debrecen und Basel auch? Nein. Also ich konzentriere mich natürlich auf unsere Mannschaft. Bin auch bei unserer Mannschaft dabei. Die Veranstaltung, was Bernd sagt, total wichtig, dass wir
gerade in Österreich ein sehr gutes Bild abgeben und die Europameisterschaft auch nach außen hin sehr, sehr gut wirkt. Und was braucht es, um einen Erfolg, der Erfolg oder auch die Zuschauer eine Euphorie auszulösen, braucht es den sportlichen Erfolg. Ich glaube, da müssen wir uns nicht in die Tasche lügen. Und wenn die Mannschaft erfolgreich sein wird, dann wird die Europameisterschaft für Österreich sicher auch ein Erfolg. Patrick, wie schätzt du den Stellenwert des Frauenhandballs in Österreich ein? Hinkt es noch ein bisschen hinterher den Männern? Ja, ich glaube, die Männer haben halt durch die Erfolge der letzten Jahre, das muss man schon klar sagen, da schon jetzt einen großen Schritt nach vorne gemacht, sind eigentlich in die oder mittlerweile in der europäischen Welt oder in der Weltspitze eigentlich angekommen. Die Top Ten ist jetzt nicht mehr, ist eigentlich 2020, dann 2024 wieder, jetzt knapp an der Olympia-Quali gescheitert. Also die Männer sind da sicher einen Schritt voraus, aber auch mit den Damen. Ich glaube, dass da sehr viel Potenzial noch drinsteckt im Damensport, überhaupt allgemein, nicht nur im Handball, sondern überhaupt in Österreich. Und ich glaube, dass man mit dieser Europameisterschaft, dass so eine Damen-Europameisterschaft mal in Österreich ist, ein sehr, sehr großes Zeichen setzen, auch für den Frauensport. Und ich glaube, unsere Mädels haben das drauf, dass wir da ja, in die Hauptrunde kommen und auch vielleicht eine kleine oder nicht vielleicht, hoffentlich eine kleine Euphorie auslösen können. Sind die Mädels schon in Innsbruck? Oder? Die sind gerade noch auf einem Trainingslehrgang in Bratislava, haben dann noch eine Verabschiedung und ja, dann geht's los in Innsbruck und eingewöhnen noch ins Hotel und dann das Testspiel. Ja, und dann zählen wir die Tage, der Countdown läuft. Schaut man ein bisschen immer nach Deutschland, ist ja die beste Liga der Welt, zumindest bei den Herren, kann man das fast sagen. Schaut man sich da viel ab in der Liga? Die österreichische Liga ist gut, keine Frage. Aber gibt es da noch, sagen wir mal so, Initialzündungen, die aus Deutschland kommen, wo man dann ein bisschen gustiert? Ja, das ist ein guter Ausdruck. Also ich würde sagen, abschauen und lernen kann man überall was und sich gute Beispiele holen, was man im eigenen Bereich noch verbessern kann. Man muss nur ehrlich sagen, Deutschland ist im Handball, speziell eben bei den Männern, ja, wie du es gesagt hast, die absolut beste Liga der Welt. Man hat auch bei der Männer-Euro in Deutschland gesehen im Jänner, also unfassbar, ja, was da auch unsere deutschen Kollegen auf die Beine gestellt haben. Eine großartige Europameisterschaft mit praktisch durchgängig ausverkauften Hallen, unglaubliche Atmosphäre. Also das war sicherlich ein Vorzeigeprojekt für viele Jahre. Obwohl es ja bei uns auch sehr, sehr gut läuft, muss man ehrlich sagen. Wie viele Zuschauer erwartet ihr? Von mir aus kann die Halle voll sein. Ja. Nein, das ist, wie gesagt, die Verkäufe laufen. Genauere Zahlen kann sicher der Bernd nennen, aber ich glaube, dass einfach dass wir das einfach brauchen, je näher das Turnier kommt. Hoffentlich, dass die Aufmerksamkeit auch noch größer wird und dass sich noch viele dazu entschließen, unsere Damen zu unterstützen. Und wie gesagt, wenn wir dann mit Siegen um die Ecke kommen, dann werden auch die Letzten aufmerksam und dann wird da sicher noch einmal ein Ruck durchgehen. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, dass wir die Hallen so gut gefüllt haben, dass da auch eine gute Atmosphäre aufkommt. Wie schaut es eigentlich mit Gewinneinteilung aus? Oder Aufteilung vielmehr? Also beim Fußball, die Ausrichter kriegen ja da, verdienen sie eine goldene Nase, mehr oder weniger. Was verdient der EHF und was verdient der ÖHB? Ja, das ist nicht vergleichbar mit dem Fußball. Außer, dass der Sportdirektor Haufen Geld kostet. Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich Fußball nicht vielleicht, ja. Ja, ich glaube auch, ja. Ja, nein, man muss immer sagen, Fußball ist eine eigene Welt. Bei uns ist es ja grundsätzlich so, dass die Werbe- und TV-Rechte beim Europäischen Verband liegen. Also aus denen lukrieren wir keine Einnahmen. Im Wesentlichen sind wir auf Ticketverkauf und auch auf die öffentliche Unterstützung angewiesen, die auch sehr, sehr positiv war in diesem Fall. Also da hat man gesehen, dass Frauensport einen hohen Stellenwert hat. Gott sei Dank immer mehr. Gott sei Dank, ja. Aber ein großer finanzieller Gewinn ist jetzt bei der Heim-Euro nicht zu erwarten. Es gibt ja dann im Jänner die nächste Weltmeisterschaft mit den Österreichern. Kannst du uns da einen kleinen Ausblick geben? Mit den Männern, ja. Wie gesagt, jetzt ist natürlich immer der große Fokus auf die Frauen. Mit den Männern sind wir jetzt gerade letzte Woche zurückgekommen von der ersten Qualifikationswoche schon für die EM 2026. Wo wir aus zwei Spielen 3 Punkte geholt haben. Der Auftakt war okay, wir haben uns natürlich 4 gewünscht, aber hatten ein sehr, sehr hartes Spiel in der Schweiz, wo wir dann im Ende auch ganz froh sind, dass wir den Punkt haben. Und auch das ist jetzt mehr oder weniger abgehackt und jetzt geht Richtung Euro, Richtung WM alles. Die Vorbereitungen sind natürlich schon längst im Gange und werden ja Gott sei Dank unsere Spiele in Poric austragen, die Vorrunde.
Und das ist die Österreich-Nähe und wir merken da, dass die Zuschauer schon fleißig Tickets kaufen und auch wir als Verband werden dort wieder ein Österreich-Haus anbieten, also einen Platz, wo sich die österreichischen Fans treffen können, feiern können, diskutieren können, wo wir auch versuchen, rundherum Aktivitäten zu machen, um den Leuten was zu bieten. Und ja, auch die WM wird sicher wieder sehr speziell und sportlich wollen wir natürlich dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und ich glaube, wir haben eine sehr gute Mannschaft beisammen und hoffen, dass wir dort wieder in diesen Flow kommen und viele große Nationen mehr als nur ärgern können. In Handball läuft es ja in Österreich sehr, sehr gut. Ich möchte jetzt ein generelles Thema ansprechen, und zwar Schulsport. 14% aller Kinder sind übergewichtig, bei den Erwachsenen ist jeder Dritte. Gibt es da Initiativen vom Handballverband, vom ÖHB? Irgendwas, dass man mehr in die Schulen geht, dass man den Gesundheitsfaktor ein bisschen in das Licht drückt? Ja, das ist natürlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor für viele Sportarten, die Kinder in der Schule zu begeistern. Wir sind auch gerade dabei, neue Konzepte zu erstellen, die wir eben im Nachgang der Heim-Euro dann umsetzen wollen, mit den Schulen, mit den Vereinen, die unterstützt werden sollen, um in die Schulen zu gehen. Das ist sicher ein ganz, ganz wichtiges Element, um die Kinder dort von unserem Sport zu begeistern und dann im Idealfall für den Verein gewinnen zu können, damit sie eben dann auch im Handball bleiben. Wir auf der einen Seite natürlich einen Teil zu Topspielerinnen und Topspielern ausbilden können, aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch einfach darum, die Kinder zu bewegen, zu aktivem Sport zu animieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Gesellschaft. Wie sieht es eigentlich mit Österreichs Nachwuchs aus? Kannst du uns da ein bisschen Bild geben, Patrick? Also in den Nationalmannschaften wirklich gut, muss ich sagen. Wir haben jetzt ein sehr, sehr starkes Junioren-Nationalteam, Jahrgang 2004, die jetzt gerade bei der Junioren-Europameisterschaft den 6. Platz sensationell geholt haben, was die Einstellung des besten Ergebnisses ever dargestellt hat. Da sind wir sehr, sehr glücklich über die Mannschaft von Michi Tratscher, die da wirklich einen riesen Job machten. Die spielen jetzt bei der U21-Weltmeisterschaft im Sommer. Das ist dann einfach schon, ja, das ist die höchste Juniorenstufe, danach sind dann die Männer und da so ein Team zu haben, ist natürlich super mit vielen Spielern, die ja bei West Wien dann schon in der ersten Liga spielen, bei den Fivers. Und das ist natürlich wichtig, dass junge Talente schon in der Liga, auch in Österreich, viel Spielzeit bekommen. Und da gibt es halt den ein oder anderen Verein, der das sehr, sehr gut macht und bei manchen ist es ein bisschen weniger. Aber auch bei den Mädchen und Burschen im Nachwuchs sind wir nicht unzufrieden. Wir sind eigentlich überall bei den großen Turnieren dabei, sei es Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Und werden da versuchen, halt so gute Platzierungen wie möglich zu tun. Es geht immer mehr, man will immer mehr machen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr gesunden Weg und versuchen, die Teams zu entwickeln und um im Endeffekt dann für die A-Nationalmannschaften dann einfach Top-Spieler herauszubekommen. Wie viele Matches schaust du dir an? Wie viele Handballspiele? Ich habe es mal überschlagen. Also letztes Jahr waren es allein knappe 100 Nationalteamspiele, die gespielt wurden von Jugend, Junioren, Männer, Damen. Alle kann ich nicht sehen. Ich kann nicht überall sein. Aber viele kann man auch über Stream verfolgen und so weiter. Also es kommen schon viele zusammen. Es sind ja dann auch noch Ligaspiele. Ligaspiele relativ viele auch und sehr, sehr viele Spiele auch von unseren Legionären. Also man versucht schon immer up to date zu sein. Alles schafft man nicht immer, weil sonst würde ich nicht mehr im Büro, sondern nur noch am PC sitzen. Was die HLA hat ja eigentlich einen relativ hohen Stellenwert in Österreich. Bei der WHA schaut es noch ein bisschen trist aus, oder? Ja, sicher auch. Also ähnlich wie beim Nationalteam, das ist die HLA. Im Männerbereich ist da schon ein Schritt weiter vorne. Und ich glaube, die WHA braucht da sicher noch einiges, um auf dieses Niveau zu kommen oder dorthin zu kommen. Es gibt immer wieder positive Aspekte, wie jetzt zum Beispiel der Aufstieg von Atzgersdorf im Europacup. Das sind positive Dinge, aber die Liga an sich wäre es natürlich schon wünschenswert, wenn sie aus sich heraus noch wächst, etwas professioneller noch wird, um noch mehr Spielerinnen ein höheres Niveau anzubieten. Das wäre sicher das Ziel. Wenn der Nachwuchs jetzt, wie du sagst, ja wirklich gut ist, könnte ja auch die Liga davon profitieren. Nein, das tun sie auch. Also in Österreich spielen junge Spielerinnen sehr, sehr jung, teilweise schon in ersten Mannschaften.
Und es ist dann halt meistens, wenn der Schritt dann zum richtigen Profitum geht oder eine Spielerin unbedingt diesen Schritt möchte, dann bleibt momentan nur der Schritt ins Ausland. Ziel natürlich auf Dauer, dass es wieder in Österreich den einen oder anderen Verein gibt, der einfach dann auch international mit oben spielt. Aber das sind Wunschgedanken und da ist die Liga bestimmt dahinter und versucht es, aber ist natürlich nicht auch so einfach. Apropos Wunschgedanken, was sind die Ziele für noch einmal euch? Wenn wir, sagen wir mal, in 3 Wochen da sitzen und wann seid ihr dann glücklich? Ja, wie gesagt, vom Finanziellen her ist wichtig, dass wir die Kosten decken können, dass wir da sauber herauskommen. Gibt es schon Anfragen für die Stadthalle, Tickets, wie sieht es da aus? Ja, freilich. Optimisten, also ich hoffe, dass sie die österreichischen Mädels sehen. Ja, natürlich. Also da sieht es so aus, dass wir in der Hauptrunde bei knapp unter 50% Auslastung noch liegen. Das Finalwochenende ist sehr, sehr gut nachgefragt. Also wer Interesse hat, sich Halbfinale am 13. oder eben das Finale dann am 15. Dezember anzuschauen, schreiben, sollte sich beeilen. Es wird wirklich so sein, dass die Halle wohl ausverkauft ist. Da sind wir sehr, sehr positiv. Und ich denke, das wäre eines der Ziele, wenn wir dann zurückblicken und sagen, zum einen, wir haben unsere Nationalmannschaft in der Stadthalle gesehen und zum anderen, wir hatten eine tolle Atmosphäre, die wirklich die Begeisterung. Das ist ja dann die Hauptrunde, da wird ja schon ein bisschen Begeisterung dann da sein. Ne? Davon kann man ausgehen, ja. Das in der Stadthalle ist Patrick deine Wünsche für... Ich muss kurz einhaken, ich hoffe, dass auch die Begeisterung in Innsbruck schon und davon gehe ich auch aus. Ja. Bitte Innsbruck, kommt alle nach Innsbruck, eine Frage. Ja, ich glaube auch, dass... Das Wichtigste ist, ich wünsche mir von unserer Mannschaft, dass wir einfach sehr, sehr positiv, sehr frisch, mit viel Freude, mit einem super Kampfgeist auftreten. Dann werden die Punkte kommen, dass wir in die Hauptrunde kommen und dass die Mädels das nicht als Druck sehen, sondern eigentlich einfach eine Riesengaudi haben, dass sie eine Heimeuropameisterschaft spielen können und man ihnen diese Freude und Spielfreude dann auch ansieht und sie das nicht hemmt, sondern dass wir, wenn wir frei aufspielen, glaube ich, ist vieles möglich und die Hauptrunde und wenn wir dann so irgendwo Richtung Platz 12 schauen, dann bin ich nicht zufrieden, dann bin ich euphorisiert. Aber die Hauptrunde alleine wäre schon eine riesengroße Geschichte für uns. Jetzt darf ich euch beide noch fragen, wer sind die Favoriten für euch? Also für mich ist der ganz große Favorit Norwegen, die momentan wahrscheinlich die weltbeste Frauennation. Ja, aber wenn sie ausscheiden, wenn wir so einen Samstag verlieren. auch da werden sie wahrscheinlich trotzdem weiterkommen. Also das ist für mich der große Favorit. Patrick? Ja, ich glaube auch Norwegen, Frankreich. Sehe ich auch noch sehr, ist immer sehr spannend. Frankreich hat auch immer wieder sehr, sehr gute Mannschaft oder eigentlich schon seit vielen Jahren. Dänemark, also es gibt so 3, 4, die sind immer vorne, aber am Ende ist meistens Norwegen vorne. Herzlichen Dank fürs Kommen und toi, 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 viel Erfolg bei der Europameisterschaft, sowohl im Finanziellen, aber vor allem im Sportlichen. Es geht ja dann Hand in Hand, meistens beim Handball auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten und schalten Sie auch ein, ORF 1 am 28. November, das erste Spiel, Uhrzeit? Um 18 Uhr. 18 Uhr gegen Slowakei. So, jetzt haben wir es. Danke sehr und schönen Abend.